Bah, bah, bah! Junge, hat er ihm die Ellbogen in die Fresse gerammt. Was geht ab, meine Ringlife-Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Freunde, heute Nacht lief UFC 271 mit ein paar richtig geilen Kämpfen. Jetzt möchte ich euch mal einen kleinen Rückblick darauf geben und ein paar Highlights zeigen, auf die ich kurz reagiere. Aber bevor wir loslegen, gibt's wie immer erstmal 5 Sekunden Werbung für den besten Kampfsport-Shop der Welt. Wenn ihr demnächst Geld sparen möchtet bei Minecraft und Kampfsportartikeln, checkt ab jetzt immer in die Videobeschreibung. Dort gibt's einen saftigen Rabattcode. An erster Stelle ein paar Worte zu dem Kampf von Nasrat Haqparast gegen Bobby Green. War ein brutaler Kampf, fand ich, eine richtig geile Performance von Nasrat. Hat leider nicht für den Sieg gereicht. Bobby Green, richtig frecher Typ, nur die ganze Zeit am Trash-Talken gewesen, während er knackige Hände rausgehauen hat. Nasrat Haqparast hat versucht, aus der kompakten Deckung heraus die Aktionen zu bringen. Paar Schwinger getroffen, war ein richtig geiler Boxkampf eigentlich, muss man das schon fast nennen. Wie gesagt, leider am Ende hat das nicht gereicht. Zu dem Kampf kommt die Tage nochmal eine ausführliche Reaction, deswegen will ich ja jetzt nicht zu viel drüber reden, aber dennoch eine sehr gute Leistung. Ich freue mich einfach darüber, dass jemand aus Deutschland so einen geilen Kampf dort noch geliefert hat und auch gezeigt hat, dass in Deutschland sehr, sehr viele Talente noch auf die UFC warten. Der erste Kampf, von dem ich jetzt ein paar Highlights kurz zeigen möchte, ist der Kampf zwischen Jared Cannonier, Killer Gorilla und Derek Blond Bronson. Man hat genau das bekommen, was man von den beiden erwartet hat. Von der ersten Runde an ging der Kampf direkt sehr, sehr wild los. Jared Cannonier wird immer mehr zu einem so Lieblingsfighter von mir. Der Typ ist vom Schwergewicht ins Halbschwergewicht runtergegangen, ist vom Halbschwergewicht jetzt ins Mittelgewicht gegangen und rasiert da gerade auch richtig gut. Ne? Ist ein übertrieben starker Fighter. Jared Cannonier hier auf der linken Seite, falls das Video spiegelverkehrt ist wegen Copyright, auf der rechten Seite dann eben bei euch. Blondkopf ist halt hier Derek Bronson. Ne? Das Ganze ging recht ruhig los. Irgendwie dann in der zweiten Runde hat sich Derek Bronson dann komplett verausgabt. Also konditionell war das dann bei dem auf einmal völlig am Ende gewesen. Ich weiß nicht mehr genau, was da passiert ist. Ich glaube, der hat irgendeinen blöden Treffer kassiert. Und auf einmal war sein ganzes, das Gleichgewicht war nicht mehr da. Die Kondition ist auf einmal komplett flöten gegangen. Versucht ein bisschen mit Jared Cannonier hier zu ringen, aber der verteidigt das Ganze sehr gut. Hat hier aber, boah. Jared Cannonier geht rein, will eine Rechte schlagen. Derek Bronson dreht sich einfach raus, haut so einen Uppercut rein, erwischt ihn, schickt ihn zu Boden, nimmt hier seinen Rücken, genau das war die erste Runde, hat hier fast einen Rear Naked Choke drin. Allerdings immer noch ein bisschen so am Kinn dran, nicht richtig am Nacken, am Hals dran, ne? Kann ihn nicht perfekt durchziehen. Jared Cannonier chillt jetzt hier einfach noch ein bisschen, weil er weiß, dass da die letzten Sekunden bald anlaufen. Hier sieht man diesen Treffer. Zweite Runde. Hier war er dann richtig erschöpft auf einmal, Derek Bronson. Schwingt hier in Zeitlupe und dann kommt irgendwo gleich die Finishing-Aktion und die war richtig brutal. Hier, 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 boom, boom! Und jetzt noch nochmal am Ende, zack, zack. Headkick, trifft nicht ganz. Bam, wirft ihn zu Boden und jetzt die brutalen Ellbogen. Bah, 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 bah. Junge, hat er ihm die Ellbogen in die Fresse gerammt. Das Ganze hat hier angefangen. Da hat er ihn ebenfalls mit einem rechten Ellbogen erwischt, direkt oben an der Schläfe, hat nach dem Ellbogen noch einen Haken geschlagen, der Haken ging daneben, aber dann kam er noch mit einer Backfist, ne, hinterher, knockt ihn damit schon ein bisschen an, also da war er richtig angeschlagen nach diesem Treffer, schaut euch das nochmal an, bam, bam, ne, hier ist er richtig am Wackeln, er steht eigentlich schon beinahe im Knockout, versucht irgendwie noch sein Gleichgewicht zu halten, stolpert hier quer durch den Ring, Jared Cannonier hebelt ihn rüber und dann, bah, bah, bah. Meine Güte, also dass da nichts im Gesicht von Derek Brunson gebrochen ist nach diesen Treffern mit dem Ellbogen, das ist wirklich ein Wunder. Schaut euch mal diesen Ground and Pound an. Bah! 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 Oh shit. Brutaler Fight, also ich dachte mir schon, dass der Kampf richtig gut werden würde. Killer Gorilla, immer jemand, der richtig gute Kämpfe liefert. Hat jetzt aber am Ende noch Dana White herausgefordert, ihm endlich die Titelchance zu geben. Und das könnte jetzt tatsächlich dann demnächst irgendwann noch der Fall sein, weil der hat eine gute Performance hingelegt. Und ja, wer wäre dann da jetzt noch der gegen Adesanya dann kämpfen könnte. Der nächste Kampf, worüber ich jetzt reden möchte, ist der Kampf, auf den ich richtig heiß war. Das war der Kampf, auf den ich mich am meisten gefreut habe an dem Abend. Und zwar Derek Lewis, The Black Beast gegen Tai Bam Bam Tuivasa. Ich habe euch in meinem Prognosevideo schon gesagt, der Junge ist gefährlich. Der hat gute Hände, der hat brutale Ellbogen, der hat geile Low Kicks. Der ist der Underdog in diesem Kampf, aber er könnte den Kampf gewinnen. Und er hat diesen Sieg herausgezaubert. Aber wie er den Sieg noch gezaubert hat. Auch hier möchte ich euch ein paar Highlights aus dem Kampf zeigen, ganz kurz. Ja? Derek Lewis, The Black Beast. Einer der gefährlichsten, wenn nicht sogar noch gefährlicher als Francis Ngannou, ne? Also wirklich, der hat den Knockout-Rekord im Schwergewicht. Wirklich fast alles, was er trifft, das geht schlafen. Und in diesem Kampf war es kurzfristig auch sehr, sehr knapp für Tai Tuivasa. Da wurde er mit ein paar miesen Händen erwischt, die wahrscheinlich jeden anderen schlafen geschickt hätten. Aber er hat die Dinger weggeschluckt ohne Probleme.
So, der Kampf ging los. Da ist nicht allzu viel passiert. Headkick von Lewis, ja, da ist er immer ein bisschen gefährlich. Aber Tai Tuivasa ist jetzt hier ein richtiger Eisenschädel. Kassiert hier eine miese Rechte, schluckt die weg. Und hier kamen die Aktionen, die richtig gefährlich wurden. Inside Trip. Derrick Lewis packt Tai Tuivasa, packt seinen Fuß hinter den Fuß von Tai Tuivasa, lässt ihn dadurch also stolpern, ist dann auf ihm drauf und jetzt kommt brutaler, richtig brutaler Ground and Pound. Bam, bam, mit dem Rücken, mit dem Kopf hinten an der Cage Wall. Kein Platz irgendwo hinzugehen und Derrick Lewis brettert hier die monströsesten Hände aller Zeiten. Tai Tuivasa schluckt die Dinger, kommt jetzt zurück, sagt, ey, du kannst mir auf die Fresse hauen, ich kann dir auch auf die Fresse hauen. Bam, 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 fängt an richtig wie ein Wilder mitzuschwingen. Hier sieht man die Aktion, Fuß nach hinten reingestellt, auf den Boden gebracht und jetzt hier Ground and Pound, bah, direkt auf die Schläfe, auf das Ohr. Er versucht sich noch zu decken, ja, damit er nicht schlafen geht. Wahnsinn, ein spannender Kampf überhaupt. Hier hat er zwei, drei Hände geschluckt, Tai Tuivasa ist richtig angeschlagen, kurz davor selber Knockout zu gehen möglicherweise. Erwischt Derrick Lewis jetzt hier aber selber mit einem Ellbogen, Derrick Lewis ist angeschlagen, schwingt die Rechte durch. Und nochmal Ellbogen. Derrick Lewis klatscht nach vorne mit dem Gesicht zuerst auf den Cageboden auf und ist Knockout. Was hat ihn erwischt? Boom, ein Ellbogen, kurze Handrechte und dann da, direkt hinten unter dem Ohr an den Kiefer erwischt. Ja. Und da war es dann einfach vorbei. Boom. Ich hab's gesagt, der Junge, meiner Meinung nach habe ich gesagt, er wird sich den Sieg holen und er hat das auch geschafft. Ich freue mich auf jeden Fall drüber, weil ich finde den super aufregend. Er ist ein richtig junger Typ, der ist glaube ich erst 28 oder 29, Tai Tuivasa. Der hat noch eine richtig, richtig lange Karriere vor sich und der wird von Kampf zu Kampf immer besser und holt sich immer interessantere Knockouts rein. Bin auf jeden Fall gespannt, was der Junge noch in den nächsten Monaten oder in Jahren bei der UFC abliefert. Ich hoffe, dass er einfach gesund bleibt, dass er sich nicht irgendwie verletzt und irgendwas anderes Blödes dazwischen kommt. Damit wir noch ein paar sehr, sehr interessante Kämpfe von dem Typen sehen. Geil. Und jetzt geht es auch natürlich zum Hauptkampf des Abends zwischen Israel Adesanya und Robert Whittaker. Da gab es jetzt ein bisschen Drama drumherum. Ich sehe sehr, sehr viele Leute im Internet diskutieren gerade darüber, ob der Kampf... Also der Sieg ging ja an Israel Adesanya über die Punkte, der Kampf ging über die volle Distanz von 5 Runden. Am Ende hat Israel Adesanya, ich glaube, 48-47, 48-47 und 49-46, glaube ich, Punkteentscheid bekommen. Ne? Also war sehr, sehr, sehr knapp, aber trotzdem der Sieg für Israel Adesanya und sehr, sehr viele Leute sind halt jetzt der Meinung, okay, Robert Whittaker hat genug gemacht, um sich den Sieg zu holen. Ich sag euch ganz ehrlich vorab, ich fand das Urteil gerechtfertigt. Robert Whittaker hat besonders in der 5. Runde richtig geglänzt, hat gute Performance gezeigt. Zwischendurch hat er gute Aktionen gemacht. Israel Adesanya war über den größeren Verlauf des Kampfes doch der aktivere, der präzisere. Und du musst dir halt, wenn du den Kampf gewinnen möchtest, musst du dem Champ den Titel wegnehmen meistens. Ja, so sagt man das ja. Es reicht nicht einfach nur einen knappen Kampf zu liefern, sondern wenn du den Champ besiegen willst, musst du den Champ den Titel richtig wegnehmen, indem du ihn deutlich besiegst. Und ich finde, das hat Robert Whittaker jetzt nicht gemacht. Ich müsste mir den Kampf nochmal komplett in Ruhe anschauen, um nochmal ein genaueres Urteil darüber abzugeben. Aber ich finde nicht, dass er genug gemacht hat oder erfolgreich genug war, um sich den Titel jetzt an sich zu reißen. Nichtsdestotrotz möchte ich ein paar Highlights davon zeigen. Robert Whittaker war diesmal sehr, sehr zurückhaltend zu Beginn des Kampfes. Ne? Hat nicht dieselben Fehler gemacht wie im ersten Kampf und ist in der ersten Runde an direkt vormarschiert, sondern aus der Distanz heraus hat er versucht, sich langsam etwas ranzutappen. Ne? Ein bisschen an den Mann ranzukommen. Adesanya immer wieder mit harten Kicks gegen den Unterschenkel, gegen den Oberschenkel, richtig in das Knie hinein, um das vordere Bein von Robert Whittaker hier kaputt zu machen. Schöner Check hier von Adesanya und dann kam die linke gerade, ne? Voll durch die Mitte, direkt an das Kinn von Robert Whittaker reingegangen. Kurzen Flash-Knockdown gegeben, ne? Da sind kurz bei ihm die Lichter ausgegangen, er hat sich hingesetzt, hat es aber sofort geschafft, wieder aufzustehen. Dann hat Robert Whittaker einen auf dagestanischen Ringer versucht immer wieder zu machen, indem er die Takedowns gesucht hat. Was aber eigentlich echt gut von ihm war und auch intelligent war, weil dadurch hat der Adesanya ein paar andere Anreize gegeben, auf die er sich konzentrieren musste, anstatt sich nur auf einen Stand-Up-Kampf zu verlassen.
In der zweiten Runde hatte Whittaker deutlich mehr Erfolg als in der ersten Runde dann. Und dann hat man gemerkt, dass sein Selbstbewusstsein langsam Stück für Stück sich aufbaut. Ab Runde 3 ging das richtig erst los. Da hatte er immer wieder Erfolg mit der linken Hand. Das Problem war einfach immer nur, Robert Whittaker ist reingegangen, ja, so hier ähnlich wie in dieser Aktion, ist reingegangen mit einem doppelten Jab beispielsweise, aber danach hat die rechte Hand gefehlt. Hätte er die rechte Hand öfter gesucht, wäre das noch viel gefährlicher geworden, dann hätte er Adesanya auch locker mal am Kinn erwischen und ihn vielleicht runterschicken können. Aber das zweite Ding ist halt, ich denke, Robert Whittaker war da noch sehr, sehr zurückhaltend, weil er sich einfach noch an die Aktionen vom ersten Kampf erinnert hat, wo er sich ein bisschen überstreckt hat. Adesanya lädt sich nach hinten, bam, bam, schwingt einfach kurz, erwischt ihn und knockt ihn halt aus. Ich denke, deswegen war er da verdammt vorsichtig. Eine Aktion von ihm war richtig gut. Er ist auf den Rücken von Adesanya geklettert. Sah kurz so aus, als würde er sich vielleicht noch den Rear Naked Choke sichern. Ich muss mal vorspulen, ob ich die Aktion da finde. Schade, sieht so aus, als wäre dieses Highlight genau rausgeschnitten worden. Jetzt sieht man nämlich nur noch das Ende von dem Kampf. Schlussendlich hat Adesanya, wie gesagt, den Kampf knapp nach Punkten gewonnen. Meiner Meinung nach, ich bin immer noch der Meinung, dass Adesanya den Kampf gewonnen hat. Das Punkteurteil war gerechtfertigt, glaube ich. Wie gesagt, ich müsste es mir nochmal komplett in Ruhe anschauen, um da ein paar Feinheiten rauszunehmen. Aber so meine erste Wertung, so wie ich den Kampf gesehen habe, finde ich den Sieg eigentlich schon gerechtfertigt. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung zu den ganzen Kämpfen schreiben. Würde mich interessieren, das zu lesen. Ne? Welcher Kampf war euer Lieblingskampf von der Maincard? Meiner war auf jeden Fall Derrick Lewis gegen Tito Ivasa. Und ja, was sagt ihr auf jeden Fall zu dem Urteil Adesanya gegen Whittaker? Das würde mich auch interessieren. So, das war's mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns spätestens später dann um 19 Uhr wieder im Livestream hier auf YouTube. Und ja, bis dahin, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns. Mach's gut. Ciao, ciao.